Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wundert euch nicht, ich habe einen neuen Skin reingemacht, würde ihn jetzt erstmal eine Weile drin behalten und gucken, ein bisschen ausprobieren. So, und zwar soll es heute mal um die Griefergames-Wirtschaft gehen, was im aktuellen Moment die Lage ist, wie die Preise sind und warum ich finde, dass die Griefergames-Wirtschaft eigentlich ein Arsch ist und warum ich mich denn wieder so auch wiederum auf die 1.16 freue, weil das hat auch noch was damit zu tun. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an, wie überhaupt im Moment die aktuelle Lage ist. Ihr kennt ja sicherlich im Moment die ganzen Preise von Dracheneiern. Hast du nicht gesehen, von den ganzen Wert von Dings wie vom Beacon, geht im Moment alles nach oben. Weil natürlich auch das Geld immer mehr wird. Wodurch wird das Geld immer mehr? Wodurch kann auf dem Server das Geld immer mehr werden? Und zwar ist das im Moment dadurch bedingt, dass ganz einfach die Halloween-Kisten drin sind, glaube ich, ja. Wie zum Beispiel auch die Sommerkisten ist damals drin waren oder Winterkisten, gab es ja auch immer. Und dass die jetzt wieder drin sind und natürlich dementsprechend sich die Leute auch Kisten kaufen, weil die limitiert sind und da bestimmte Items drin sind. Und da auch Money Drops drin sind, die natürlich dann wiederum das Geld auf dem Server vermehren. Als Beispiel, jemand öffnet jetzt, ich sag mal, 25 Kisten. Auf dem City Build sind so ungefähr 300 Spieler, weil wenn jemand viele Kisten öffnet, dann weiß man ganz genau, da sind recht viele Spieler auf dem City Build, auch wenn auf dem normalen City Build eigentlich eine Limitierung von nur 250 herrscht oder ich glaube sogar. Nee, 300 ist die Limitierung, tut mir leid. Und dann die Whitelist automatisch vom Server eingeschaltet wird. Heißt es ja dementsprechend, wenn dann nur zwei Money Drops kommen, dass dementsprechend schon wieder 3 Millionen Money mehr im Umlauf sind bei den Spielern. Und wenn dann die Leute noch einen zweiten Account haben, heißt es, dass sie sich mehr daran bereichern als die anderen, die zum Beispiel keinen zweiten Account haben. Das nächste Ding, was ich ein bisschen im Moment verwerflich finde, auch von der Wirtschaft her, dass man sich wirklich einfach unendlich viele Kisten kaufen kann, sagen kann, jo, Digga, ich paye jetzt 1.000 € eine Kiste und dann werde ich erstmal schön easy reich, ohne dass du jetzt wirklich dafür was in der Wirtschaft getan haben musst, ohne dass du wirklich einmal in die Farm gegangen bist. Du kaufst dir im Prinzip mit echtem Geld, kaufst du dir Ingame Money, wenn ich das jetzt immer so sagen will. Natürlich ist es nicht so, dass du dir dafür Ingame Money kaufst, du kaufst dir dafür Kisten und hast natürlich eine gewisse Glückschance, da was Gutes rauszuziehen. Was jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt 1000 Euro reinsteckst, 100 Kisten öffnest, kommt ja ungefähr an dem drei um den Preis so hin. Dass du da gute Dinge rausziehst, dass da die Chance recht unwahrscheinlich ist, dass du da jetzt zum Beispiel ein Halloween-Präfix oder sowas rausziehst, ist die Chance eher unwahrscheinlich. Aber so kleine Dinge wie zum Beispiel etwas Mittelpreise, wie zum Beispiel ein paar Beacons oder ein Teleporter, sei es Money Drops, dass du selber mit mehreren Accounts da bist oder eine EC-Erweiterung. Halt alles, was man so aus den Kisten ziehen kann. Ihr seht ja, gutes Beispiel. Ich war jetzt ungefähr 3 Stunden weg und seit in den 3 Stunden sind wieder zwei Money Drops gekommen und jetzt habe ich einfach wieder 22.000, obwohl ich neulich noch komplett blank war. Das finde ich auch wiederum nicht so gut. Seitdem diese ganzen Kisten angeführt wurden, finde ich, geht die Wirtschaft vorne aus. Natürlich gibt es auch noch was anderes, wo ich sagen würde, das grenzt wirklich schon an Echtgeldhandel. Und zwar ist das ganz einfach, wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, jo, man kauft sich Lady Mod Wings, hast du nicht gesehen, und kauft sie sich aber eigentlich nur, um die wieder Ingame für Ingame Geld zu verkaufen, weil das ist ja kauft. Als Beispiel jetzt meine Lady Mod Wings, ja? Ich habe die zum Beispiel für Ingame Geld gekauft, aber jemand sagt jetzt, ich habe jetzt gar keinen Bock zu farmen auf diesem Server, ich habe aber genug Geld, um mich hier hochzukaufen, und sagt ja, ich kaufe mir jetzt einen Haufen Lady Mod Sachen und verkaufe die für Ingame Money, was ja erlaubt ist laut Griefer Games, das darfst du. Was ich schon wieder ziemlich verwerflich finde, weil das heißt im Prinzip umgehst du eigentlich nur damit das Ding, dass du dir nicht für, ich sag mal, 10 Euro 100.000 Dollar kaufen kannst. Da kaufst du dir einfach im Labimon Shop, kaufst du dir dann diese Wings und verkaufst sie ingame zum Beispiel für 180.000. Das wäre jetzt zum Beispiel der Preis von den Wings, die ich jetzt hier im Moment habe. Das finde ich im Moment sehr verwerflich. Und da sehe ich im Moment wirklich die Leute gefährdet, die halt, ich sag mal, nicht so viel Kohle haben wie ich jetzt zum Beispiel auch, weil ich habe zwar nur Kohle, um mir jetzt unendlich, um mir gute Kisten zu kaufen, um mal Kisten zu öffnen oder so, hätte ich auch schon in Kohle. Ich sehe es aber nicht ein, Geld in den Server zu pumpen. Was ich damals gemacht habe, was ich auch jedem ans Herz legen würde, der länger spielt, ist sich einen Rang zu kaufen. Das ist zwar auch ein gewisser Vorteil, das ist aber ein Vorteil, den man lohnen kann, ja, mit Slash Kopf und so, dass du einfach auf die Server drauf kommst, wenn die voll sind. Das finde ich, das ist ein guter Vorteil, dass du farbige Schrift hast. Das ist ja alles noch im Rahmen, aber das mit den Kisten und mit den Lady Mod, das finde ich, das grenzt schon wirklich an, ich sag mal, dass du dir für 10 Euro Ingame Money kaufen kannst, was eigentlich so verboten ist. Das grenzt wirklich schon daran, nach meiner Meinung.
Was ich von Griefer Games auch noch ziemlich verwerflich finde, dass du mittlerweile ja nicht mehr für, ich sag mal, dass du die Kisten nicht mittlerweile mehr in den Shop kaufen kannst. Du musst ja mittlerweile im Griefer Games Shop Kristalle kaufen und du wiederum in-game hier denn die Kisten kaufst. Hier seht ihr ja zum Beispiel Supreme Kisten, 15 würden jetzt so, das wären jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel das wären. Hier wären jetzt zum Beispiel um die 100 Euro für 25 goldene Herbstkisten hier. Das finde ich mittlerweile auch schon ziemlich verwerflich, weil da bleibt immer ein gewisser Teil übrig und dann denkt man sich natürlich so, ja, soll ich jetzt nochmal aufladen, um den Rest auch wegzukriegen? Das heißt, man kann seine kompletten Kristalle eigentlich gar nicht richtig verbrauchen und man ist immer dazu, man hat es immer im Kopf, ich habe jetzt noch Kristalle, jetzt sollte ich vielleicht doch nochmal aufladen, um die leer zu kriegen. Das finde ich jetzt auch schon ein bisschen verwerflich. Warum ich mich jetzt wirklich wieder so auf die, ich sag mal, auf die neue Wirtschaft voll, die in 1.16 kommt, das ist ganz einfach, weil dort keine Items, kein Bargeld mehr mitgenommen werden, weil es dort, ich denke mal, dass es zumindest keine Dupax geben wird, Leute, dass dort keine Dupax geben wird, dass man wirklich mit alten klassischen Farmen wieder reich werden kann und gutes Geld verdienen kann. Wie früher, wo ein Beacon noch 10.000 Dollar gekostet hast oder wo du einfach wirklich nur Baumaterialien verkauft hast und damit richtig gut Cash gemacht hast. Was heutzutage wirklich keiner mehr macht, heutzutage werden ja hauptsächlich EC-Items, hast du nicht, Admin-Items und Merch ist gar nicht, aber ich kenne kaum Leute, die durchs ganz normal Farm reich geworden sind. Und heutzutage ist es auch so, dass Farmaufträge richtig scheiße bezahlt werden. Ich sage mal, früher hat man für eine Doppelkiste Quarz noch 20.000 bekommen, heute kriegt man dafür 10.000. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass immer mehr Geld im Umlauf ist und dadurch eine gewisse Inflation ist. Heißt im Prinzip, das Geld, was du hast, dafür kriegst du einfach noch weniger. Das ist im Moment mein aktueller Standpunkt dazu, warum ich finde, dass die Griefer Games Wirtschaft einfach kaputt ist und dass sie das bei der, bitte, bei der 1.16 einfach bei der neuen Version so machen, dass man dort sich für nichts kaufen kann, dass man einfach nur sein ganzes Mal rein hat, aber dass man dort wirklich, ich sag mal, keine Kisten kaufen kann, dass man wirklich in die Farm mitgehen muss, farmen muss und selber sich was erarbeiten muss. Und nicht wie hier, oh, ich pay mal hier 1000 Euro rein, dann kann ich mir mal schnell mal eben schnell ein Spawnplot leisten, das passt schon, indem ich mir ein Labymod-Dings kaufe, die alle wieder verkaufen und mir den Spawnplot kaufe, Leute. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video dazu gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung da unten dazu in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.